Magdeburg im Dezember. Zum zweiten Mal werden Gedenksteine für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in der Elbstadt verlegt. 13 solcher Stolpersteine gibt es bereits seit Anfang des Jahres. Erneute Spenden machten es möglich, dass nun 17 weitere Steine an den Stellen eingelassen werden konnten, an denen Magdeburger Juden lebten und von wo aus sie von den Nazis deportiert und in Konzentrationslagern ermordet wurden. Bereits seit 1996 ist der Kölner Künstler Gunter Demnig bemüht, ganz gezielt Opfer des NS-Regimes beim Namen zu nennen und die Erinnerung an sie zu bewahren. Zur Verlegung der Steine erschienen viele Nachfahren der Opfer, im Fall von Hugo und Paula Wilhelm sogar der Enkel aus Chile, die Urenkel aus Israel und Schweden. Weil viele von ihnen mit den Stolpersteinen erstmals einen Ort der Erinnerung für ihre ermordeten Angehörigen haben, die für den heutigen Tag aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland, aus Chile, aus Israel, aus anderen Ländern hier nach Magdeburg, aus Schweden hier nach Magdeburg gekommen sind. Hugo Wilhelm, Magdeburger Geschäftsmann, heiratete im Jahr 1898 Paula Basch, die Tochter eines Ladenbesitzers. Hugo tritt mit der Ehe auch in den Betrieb der Familie Basch ein. Später führt er das Geschäft sogar. Mit seiner Frau Paula bekommt Hugo Wilhelm 3 Kinder: Johannes, Kurt und Sophie. Mit der Machtergreifung Hitlers wird es brenzlig für die Familie Wilhelm. Auch in Magdeburg werden die antisemitischen Tendenzen spürbar. Hugo und Paula werden am 2. Dezember 1942 nach Theresienstadt deportiert. Hugo Wilhelm stirbt dort im Juni 1943 im Alter von 76 Jahren. Seine Frau Paula wird noch nach Auschwitz gebracht. Sie kommt dort im Mai 1944, 68-jährig, zu Tode. Die einzige Tochter Sophie heiratet später Leopold Simonsson. Sie sind die Eltern von Werner Simonsson, der heute in Chile lebt. Für die Verlegung der Stolpersteine kehrte er eigens in seine alte Heimatstadt zurück. Vor 65 Jahren auf den Tag wurden von dieser Stelle aus 2 Menschen verschleppt, die uns lieb und nah waren. Wir lebten mit ihnen in derselben Wohnung, saßen und aßen am selben Tisch, wurden von der Großmutter erzogen und haben sie als Kinder bestimmt des Öfteren geärgert. Sie waren nicht die einzigen Opfer des Nazismus. Nein, es waren viele. Die Großeltern wurden verfolgt, weil sie Juden waren. Die anderen, weil sie Homosexuelle, Sinti und Roma oder Romas waren oder als Untermenschen galten und die reine Rasse schändigen könnten. Vor 65 Jahren war es kalt und der Wind pfiff durch die Latten der Viehwaggons, in denen sie abtransportiert wurden. Nur die menschliche Wärme des Gedränges konnte sie etwas erwärmen. Schon auf dem Weg starben einige. Sie wurden nach Theresienstadt, nach Auschwitz und in den Tod gebracht. Bis zu dem heutigen Tag hatten wir die Enkel und teilweise hier anwesenden Urenkel keine Gedenkstätte für diese, unsere Verwandten, Hugo und Paula Wilhelm, gehabt. Jetzt, nach 65 Jahren, danken wir der Magdeburger Organisation der Stolpersteine und der Stadt Magdeburg, die es möglich gemacht haben, dass wir uns hier zur Einweihung dieser Steine zusammenfinden können. Unsere Familie ist eine alte Magdeburger Familie. Der Urgroßvater kam aus Burg und seine Kinder wurden zum Teil hier geboren. Seine Tochter Paula wurde noch in Burg geboren, kam aber als 4-Jährige in die Großstadt. Ihre Kinder, Kurt und Sophie, und wir, die Kinder der Sophie, sind geborene Magdeburger. Der Sohn Kurt, auch hier geboren, wurde Rabbiner, zuletzt in Stockholm. Magdeburg war unsere Heimat, bis wir vertrieben wurden und uns zum Glück retten konnten.
Hier hatte der Urgroßvater eine Helmkleiderfabrikation, die später von seinem Schwiegersohn Hugo, unserem Großvater und dessen Schwiegersohn, unserem Vater, weitergeführt wurde. Hier an dieser selben Stelle hatten sie ein Geschäft. Hier gingen wir zur Schule, wie auch unsere Mutter und ihre und unsere Großmutter und vor ihr unsere Großmutter Paula. Unsere Ferien verbrachten wir mit den Großeltern in Bad Salzelm oder auch in Stendal beim anderen Großvater. Dann kamen die Jahre des Narzissmus und im November 38 war alles vorbei. Hass, noch mehr Hass, war an der Tagesordnung. Nach fast 70 Jahren besuchen wir die Stadt, die einst unsere Heimat war, mit dem Gefühl, hier Menschen gefunden zu haben, die verhindern und dafür sorgen wollen, dass das, was in den 30er und 40er Jahren in Deutschland geschah, nicht vergessen wird. So wie Sie reichen auch wir unsere Hand, um Ihnen zu helfen, die Erinnerung besonders auch in den kommenden Generationen wachzuhalten. Für die angereiste Familie Simonsson ist die Verlegung der Gedenksteine ein besonderer Moment. Nach den langen Jahren ist es nur verständlich, dass ein Erinnerungsfoto für Freunde und Bekannte in Südamerika gemacht werden muss. Wir sind am Montag hier angekommen. Ein Tag mehr, das spielt keine Rolle. Wir waren erst in Israel bei unseren Kindern und sind dann nach Deutschland gefahren, um hier bei den Stolpersteinen dabei zu sein. Es ist natürlich sehr bewegend und sehr aufregend. Und nun haben wir auch eine Gedenkstätte für die Großeltern nach über 60 Jahren. Ja, viel mehr ist dazu noch nicht zu sagen. Nicht? Hier ist man in einer alten Heimatstadt, die nicht mehr das ist, was sie mal war. Sieht alles anders aus. Und wenn es nicht für einige Merkmale wäre, könnte man irgendwo sein. Aber nun haben wir unsere Gedenkstätte und das ist wichtig für alle kommenden Generationen. Bewundernswert, dass es wieder einen Rabbiner in der Stadt gibt. Es ist erfreulich, dass es gibt und dass die Arbeit nun, die unterbrochen wurde, weitergeführt wird. Und die Worte der Vertretung aus der Stadtverwaltung waren sehr bewegend. Und ja, das ist, was man eigentlich sagen kann und muss, denn wir wissen alle, was geschehen ist und müssen nur dafür sorgen, dass die Erinnerung wach bleibt. Es wurde ja auch das Kaddisch gesprochen. Das hat eine ganz besondere Bedeutung für Erinnerung. Das Kaddisch ist ein Gebet, was bei uns nur gesprochen wird in Andenken an Verstorbene. Es ist ein Loblied auf Gott und sein Wirken, ein Dank an Gott. Es fängt auch an mit denselben Worten wie das Vaterunser. Vater unser, der im Himmel lebt, so ungefähr so mit denselben Worten fängt dieses Gebet auch an. Und es wird nicht einmal das Wort Tod in dem Gebet erwähnt. Wir sind also überzeugt davon, dass dass unsere Glaubensart, unser Glaubensweg für das Leben bestimmt ist und nicht für den Tod. Wir leben, um hier zu leben, um hier zu wirken und später, ja, das weiß keiner. Ich habe ja überhaupt von den Stolpersteinen erst im Juni hier in Magdeburg erfahren und hatte geglaubt, es war eine Aktion nur für Magdeburg. Später habe ich dann erfahren, dass es eben im ganzen Land gemacht wird. Aber das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, was bis zu dem heutigen Tage nicht da war. Eben eine Gedenkstelle der Großeltern, die hier gelebt haben, die hier gewirkt haben,
geschaffen zu haben. Und am meisten hat mich bewegt, dass sowohl Urenkel, das sind unsere Kinder, unsere Nichten, Neffen, und auch aus Stockholm seitens des Onkels hergekommen sind, spontan aus eigener Willen dabei zu sein. Ich glaube, das ist die Hauptsache, ist, dass das Gedenken an unsere Vorfahren wachgehalten wird. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Der Name des Arztes Otto Schlein ist im Magdeburg der 30er Jahre nicht unbekannt. Er wird geschätzt, nicht zuletzt, weil er hilft. Egal ob Hafenarbeiter oder Prostituierte, ohne Vorurteile und ohne auf den Pfennig zu achten, behandelt Schlein seine Patienten. Verheiratet ist er mit Anna Schlein. Mit ihr hat er eine Tochter, Vera. Die weltoffene Familie passt jedoch nicht in das Bild der Nationalsozialisten. Jüdisch und mit kommunistischer Ideologie sind die Schleins ein rotes Tuch für die politischen Vertreter Hitlers in Magdeburg. Bereits 1936 packt die Familie die Koffer und rettet sich zunächst nach Polen, zu Anna Schleins Mutter. Später wollen sie bei Amsterdam nach Amerika auswandern. Doch sie werden 1940 vom Einfall der deutschen Truppen in den Niederlanden überrascht und inhaftiert. Otto Schlein, seine Frau Anna und Tochter Vera werden zunächst in die KZs Westerbork und Theresienstadt deportiert. Den Tod finden sie in Auschwitz. Otto Schlein war zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt, Frau Anna 41 und Tochter Vera 17. Ruth Brock, eine Klassenkameradin, zu der auch Kontakt bestand von Magdeburg aus, beschrieb 1993, wir wurden gemeinsam in die Flugeisenschule am Breiten Weg eingeschult. Vera musste immer zur Schule gebracht werden, von der Haushälterin Anna-Luise Koch. Das geschah nicht, weil sie nicht allein laufen konnte als Sechsjährige oder Achtjährige, sondern weil es Angriffe gab auf die Familie Schlein, weil das Arztschild der Familie beschmiert war. Die Eltern kamen hinunter und haben gesehen, es stand Jude auf diesem Schild, und weil es Angriffe gab und die Eltern sich um die Kind sorgten. Seit 1933, das Mädchen war 6 Jahre alt, hatte sie immer wieder erleben müssen, dass der Vater abgeholt wurde am Tage in der Nacht. Er wurde gefoltert, er kam zurück, er war abgemagert und verletzt. Und sie hat auch immer wieder ihre mutige Mutter erlebt, die aber auch verzweifelt war. Die Familie Fleischer, eine bürgerliche Familie. Helene Fleischer, Jahrgang 1862, lebt gemeinsam mit ihrem Mann Louis und ihren 5 Kindern in Magdeburg. Nach dem Tod ihres Mannes 1919 lebte Helene nunmehr mit ihrem Sohn Martin zusammen. Die Fleischers waren Juden und mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus änderte sich das Leben der Familie radikal. Zwar waren 4 der 5 Kinder schon vor dem Jahr 1933 in sogenannten Mischehen verheiratet, blieben aber noch die Mutter und Sohn Martin. Dieser war selbst bereits verwitwet, also nicht durch die Ehe mit einer Nichtjüdin geschützt. Im Juni 1939 wird er in das KZ Sachsenhausen gebracht. 3 Jahre später, im Februar 1942, kommt er im KZ Dachau ums Leben. Wir erinnern an Helene Fleischer, geborene Süßkind, geboren am 21. September 1862 in Seehausen, Kreis Osterburg, in der Altmark. Wohnhaft in Magdeburg, zunächst in der Bahnhofstraße 7, später Brandenburger Straße 2, dann Kutscherstraße 15 und 1 und dann Albrechtsstraße 8. Am 18.11.1942 Deportation nach Theresienstadt. Sie stirbt dort am 29.11.1942. Helene Fleischer kommt als Tochter des Handelsmannes Moses Süßkind und dessen Ehefrau Julie, geborene Sinsheimer, zur Welt. Beide Eltern sind Juden. Helene ist ohne Beruf und heiratet den jüdischen Kaufmann Leib Louis Fleischer, der aus Grochow, Kreis Oststernberg stammt. Ab 1883, spätestens 1884, lebt die Familie in Magdeburg. Aus der Ehe gehen 5 Kinder hervor, die alle in Magdeburg geboren werden. Martin, Erich, Harry, Regina und Luzi. Der älteste Sohn Martin erlernt das Schneiderhandwerk. Seine Geschwister, die alle vor 1933 in nichtjüdische Familien eingeheiratet hatten, überleben unter großen Repressalien und Demütigungen die Nazi-Herrschaft.
Am 23. Juni 1939 wird er in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Sein Leben endet am 4. Februar 1942 im Konzentrationslager Dachau. Die seit 1919 verwitwete Helene Fleischer erhält die Nachricht vom Tod ihres Sohnes Ende Februar 1942, als sie bereits in einem Judenhaus wohnen muss. Im selben Jahr, nur kurz nach ihrem 80. Geburtstag, wird auch Mutter Helene deportiert. Die hochbetagte Frau muss mit einem Handkarren zum Sammelplatz gebracht werden, bevor sie nach Theresienstadt abtransportiert wird. Dort angekommen, wird ihrem Leben nach wenigen Tagen ein Ende gesetzt. Ich habe das erzählt, ja. Ich wusste das von meinen Verwandten, von meinen Eltern, dass sie wirklich in den Handkarren setzen mussten. Ja. Ich kenne die Großmutter noch. Wir haben sie im Judenhaus in der Mühlenstraße öfter mal besucht. Da fand ich auch die Kinder, die dort wohnten. Habe jetzt auch von ihrem Schicksal erfahren, dass eines dieser Elternpaare mit den Kindern nach Australien ausgewandert sind. Ich dachte immer, sie waren nach Israel. Die haben das also auch überlebt. Und der Onkel und die Tante, die sie aufgenommen hatten, haben das auch überlebt. Ja. Aber wie gesagt, die Großmutter, die saß die letzten Jahre nur noch auf dem Stuhl, die konnte also auch jetzt nicht mehr rumgelaufen, nichts. Und das ist sowas Furchtbares, wenn man sich das überlegt, dass man einen alten Menschen nicht in Ruhe sterben lassen kann. Dass man ihn noch mitbringen muss und muss ihn vergasen. Das ist sowas Schreckliches. Ja. Und das sollte man auch wirklich nicht vergessen. Das sollte man auch immer dran denken. Sehr freue und für die ich unendlich dankbar bin. Und ich bin vor allen Dingen den Menschen dankbar, die es dazu gemacht haben, dass es zu diesem Stein gekommen ist. Ich wäre nie wieder nach Magdeburg gekommen. Mein Vater war Hermann Zerkowski, ist 1900 geboren und muss hier am 22. Dezember 1931 eingezogen sein, denn da hat er geheiratet und muss, leider ist das nicht mehr unser Haus, das sah so ähnlich wie da drüben aus. Und wir haben von 32 an bis zum Ausbomben hier gewohnt. Mein Vater nur bis 1942. Vorher wurde er schon in eine Sackfabrik gebracht, hatte früher hier sein Büro. Wir hatten eine sehr große Wohnung, wunderschön. Ich kann mich nur eine glückliche Kindheit hier erinnern, die ich verleben durfte. Ich wusste nichts vom Judentum, bis es anfing, dass meine beste Freundin, wir haben hier gesessen und gespielt, sie sagte plötzlich, ich darf nicht mehr mit dir spielen. Mein Vater hat es mir verboten. Ein Warum, was wir alle stellten, wussten wir Kinder damals nicht zu beantworten. Weiter ging es, als dann meine Freundin aufs Gymnasium kam, ich nicht mehr mitkam, auch warum, die Frage blieb immer offen. Und ich kam mehr und mehr in eine Außenseiterrolle. Aber ich wusste immer noch nicht, warum. Drüben in dem Haus, das da gestanden hat, wohnte eine Dame und ich turnte mal hier, wir hatten den ganzen Blick zur Richard-Wagner-Straße, auf dem Fenster rum und sie schimpfte, du Judenmädchen. So, das hörte ich dann wohl mehrmals, aber eine Erklärung zu Hause gab es nie. Und ich kam nach 45 mit meiner Mutter hier mal wieder in diese Gegend und sie sagt, ach guck mal, da ist die Frau Koch, wollen wir dir nicht guten Tag sagen? Ich sage, ich nicht. Und meine Mutter wusste bis heute nicht, warum. Wir haben nie über die Erlebnisse gesprochen, bis heute nicht. Ich war bis verstummt, bis mich eigentlich Frau Dr. Ballerstedt und Frau Zachhuber ermunterten, zurückzublicken auf das, was gewesen ist, was in mir geschlummert hat. Ich möchte sagen, fast 70 Jahre. Ich bin ja 32 bis 45 sind wir hier ausgeborgt. Am 16. Januar 1945 war der große Brand auf Magdeburg und da ist dieses Haus leider auch mit zerstört. Also mein Vater hat gelebt bis 1942 hier in diesem Haus. Er hatte hier, glaube ich, ein großes Büro. Meine Mutter hatte mal gesagt, er wäre wohl der erste Neckermann gewesen. Wir hatten damals schon viele Vertreter laufen und musste aber zum Schluss, ja, durfte er ja nicht mehr in dem Büro arbeiten und wurde dann in eine Sackfabrik verpflichtet und arbeitete dort. Und kam dann immer abends, ich wartete immer auf ihn, ich hing also sehr an meinem Vater, immer schon, war ein Vaterkind. Und wenn ich ihn, früher pfiff er immer, aber heute, da, die letzten Male pfiff er eigentlich nicht mehr, wenn er hier so diese Richard-Wagner-Straße runterkam.
Aber dann klingelte sehr oft nachts die Gestapo oder morgens um 5 war eine Lieblingszeit. Und ich spürte immer nur die Angst meiner Eltern. Ich konnte ja selber dazu gar nichts sagen. Ich wusste nichts. Man hat es wirklich geschafft, mich praktisch bis 45 unwissend aufwachsen zu lassen oder geschützt aufwachsen zu lassen. Nur was ich erlebte, das habe ich alles im Unterbewusstsein. Man kriegte es mit. Und da ich merkte, meine Mutter wollte nicht da mit mir darüber sprechen, sprach ich auch nicht mit mir. Also sprach ich auch nicht mit ihr darüber. Das war also eine doch, es war eine seelische Belastung, möchte ich ganz so ausdrücken. Und die hat sich festgesetzt bis heutzutage. Nicht? 77 war ich das letzte Mal in Magdeburg. Da ist meine Mutter gestorben, von der ich mich dann noch, wie man so sagt, verabschiedet habe und habe die Beerdigung mitgemacht und danach nie wieder und wollte auch nicht wieder nach Magdeburg kommen. Also an meinen Vater erinnere ich mich sehr genau, denn er war sehr musikalisch. Wir hatten hier vor diesem Fenster unseren Flügel stehen, guckten da raus, wenn wir gegessen haben. Die Wohnung war sehr schön. Er war ein fröhlicher, musikalischer Mensch. Alle mochten ihn, ich hing an ihm und 1942, das muss im Haus meiner Oma gewesen sein, die im Breiten Weg 127 wohnte, war er in der Küche und fragte mich, er nannte mich immer Lieschen Zimpermann, willst du mich noch ein Stück begleiten? Ich wusste aber nicht wohin und fragte nur, willst du ein Stück mitkommen? Wie das so bei Kindern ist? Ach nein, ich hatte was Besseres vor. Heute liegt mir das immer noch im Magen, denn das war sein letzter Gang. Und er kam davon nie mehr zurück. Also ich habe das meiner Mutter nicht erzählt, dass er mich gefragt hat, willst du noch mal ein Stück mitkommen? Aber es sitzt in einem drin. Wenn ich gewusst hätte, ich würde ihn nie wiedersehen, ich hätte ihn meilenweit begleitet. Aber das wusste ich ja nicht, konnte ich ja nicht ahnen. Und danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wir haben die Todesnachricht von Auschwitz erhalten. Und damit war das eigentlich, war er gestorben. Also ich sehe das noch an Sepsis. Am 30. Oktober 1943 verstorben. Ja, was soll man da für Nachforschung anstellen? Nach Auschwitz bin ich nie gefragt. Gefahren hat man mich auch schon mal gefragt. An einem 27. Januar, also einem Tag, bin ich nie hingefahren. Und nein, eigentlich wollte ich das so hierhin, bis dahin war es und es war vergraben bis jetzt. Es ist durch den Stolperstein eigentlich jetzt in Gang gekommen. Dass ich zum ersten Mal auch in meiner Heimatstadt jetzt darüber rede, dass, wieso, das hast du ja nie gesagt und warum jetzt? Ich sage, ich konnte nicht, brauchte nicht. Ich hätte es jetzt mit meinem Grab genommen, nicht? אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה כנפי השכנה במעלות קדושים וטהורים כי זו רק המזירים לנשמות כל היהודים הקדושים דקהילת קודש דמגדבורג שמסרו נפשם בשנות שעה באירופה על קדושת השם ברור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם בגן עדן מנוחתם וינוחו בשלום על משכבתם ותעמוד לכל ישראל זכותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. אמן. עיר גדל ותקדש מי רבה. אמן. ברמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון יום יחון וחיי דכל בית ישראל בעגלה מזמן קריב ואמרו אמן. ישמי רבה מברך לעולם עולה על מיה. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתעשה ויתעלה 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 שמי דקוצה ויריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושפכתה ונחמתה דמגן ורב ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה. וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במקומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.